Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video mit Destruktoren in C++ beschäftigen, denen eine ganz andere Signifikanz eben in dieser Programmiersprache zugute wird. Wir haben in C# ja festgestellt, wir brauchen einen Destruktor nur dann, wenn wir nativ allokierte Ressourcen wieder freigeben möchten, wenn ein Objekt vom Garbage Collector geholt wird. Das heißt, wir würden eine Klasse schreiben, die eben einen Aufruf macht hin zu nativen Code, und bei diesem Aufruf wird eben nativer Speicher allokiert. Und über den Destruktor in C# gehen wir dann eben sicher, wenn der Garbage Collector das entsprechende Objekt holt, dass dann auch der native Speicher wiederum freigegeben werden kann durch einen zusätzlichen Aufruf im Konstruktor, der diese Grenze von der CLR hin zu nativen Code übersteigt. Ja, in C++ haben wir eine ganz andere Memory Management Situation. Dort haben wir keinen Garbage Collector, der für uns eben das Handling macht. Im Prinzip ist es genauso wie beim Standard-Konstruktor und beim Copy-Konstruktor. Der Compiler erstellt uns automatisch einen Destruktor für unsere Klassen, wenn wir ihn nicht explizit aufführen. Das heißt, wir haben in jeder Klasse auf jeden Fall einen Destruktor parat. Und was dieser eben macht, ist, wenn wir ein Objekt haben und wir haben den Standard-Konstruktor vom Compiler erstellt, dann wird da letztendlich nichts anderes gemacht, als dass eben das entsprechende Objekt komplett deallokiert ist, so wie es ist. Also ich zeichne das hier jetzt mal durch dieses rote X an. Egal, ob sich dieses Objekt auf dem Stack befindet oder auf dem Heap, wenn der Standard-Destruktor läuft, wird einfach sämtlicher Memory, der hier drin ist, einfach deallokiert und ist weg. Das Ganze hat natürlich insofern eine Brisanz, wenn wir ein Objekt haben und dieses Objekt hat eben einen Zeiger intern auf ein anderes Objekt, beispielsweise so. Wenn wir diese Situation haben und es ist vollkommen egal, ob sich dieses Objekt hier unten auf dem Stack oder Heap befindet, wenn wir den Destruktor laufen lassen, dann heißt es letztendlich, dass hier dieser Bereich eben deallokiert wird, damit auch eben dieses Feld. Und das hat für uns letztendlich die Auswirkungen, dass der Pointer, der hier in diesem Feld eben dieses Objekt hier oben referenziert, natürlich effektiv auch weg ist. Das ist dann natürlich besonders hinderlich, wenn sich Objekt 2, das nenne ich jetzt mal hier einfach so, wenn sich dieses im Heap befindet und das der einzige Pointer war, der auf dieses Objekt zeigt. Genau jetzt haben wir eben einen Memory Leak erstellt. Wir haben sozusagen allokierten Speicher im Heap, den wir mit unseren jetzigen Zeigern nicht mehr erreichen können, und damit haben wir ein sogenanntes Speicherloch geschaffen. Wir können dieses Objekt nicht mehr einsetzen. Wir haben keinen Zeiger drauf, wir können keine eben Methoden auf diesem Objekt beispielsweise aufrufen oder sonst irgendwie beidseitig nutzen, aber es nimmt uns trotzdem Speicher weg. Und um das eben zu umgehen, kann man in einer solchen Situation den Standarddestruktor eben überschreiben, und genau das sehen wir uns jetzt mal an einem konstruierten Beispiel an, um was es hier genau geht. Solche Situationen treten im Übrigen dann auf, wenn man als C++-Programmierer das Dependency Inversion Principle nicht befolgt. Und genau das sehen wir uns jetzt mal an. Ich erstelle hier eine Klasse Dependency und hier werde ich mal eine Count-Variable oder ein Count-Feld, besser gesagt, eigentlich hier erstellen. Und hier gibt es eine Methode do noch mehr, in der ich einfach diesen Counter erhöhe. Dann mache ich hier eine Dependent-Class, und in dieser Dependent-Class möchte ich jetzt einfach diese Klasse hier oben einsetzen. Deswegen auch die Namensbezeichnung.
ich habe hier eine Klasse und diese Klasse soll eben ein Objekt einer anderen Klasse wiederum einsetzen innerhalb seines Klassenscopes und deswegen hier auch die Dependency als Abhängigkeit und die abhängige Klasse eben hier unten. Und ich mache hier eben ein ganz normales Feld und ich halte mir einen Pointer auf diese Dependency hier oben fest. Und auch hier möchte ich mir einen Counter festhalten, oder ich nenne das Ganze mal Zähler, damit es eindeutiger wird. Und hier erstelle ich mir jetzt einfach einen Konstruktor für diese Dependent Class. Und was ich hier mache ist, ich initialisiere diesen Zeiger ganz einfach auf ein neues Objekt von diesem Typ Dependency. Also hier wirklich ein Objekt einmal auf dem Heap erstellt und dann füge ich hier einfach noch eine Methode hinzu, die nenne ich toEtwas. Und was ich hier mache ist, ich leite einen Aufruf weiter und erhöhe intern noch meinen Zähler. Ja, und damit wir das hier jetzt wirklich mal sehen, wie das Ganze ablaufen kann, erstelle ich jetzt hier eben eine Instanz von Dependent Class auf dem Stack. Und wir erstellen eben hier ganz einfach Dependent Class, dieses Objekt hier direkt auf dem Stack. Wir werden sehen, das ist nicht einfach bloß eine Variablendefinition, wie es eben in C-Sharp ist, sondern hier wird tatsächlich auch schon der Standardkonstruktor für Dependent Class aufgerufen. Also wir haben mit dieser Syntax ein komplett initialisiertes Objekt auf dem Stack in C++. Ja, und dann können wir uns eben vorstellen, dass wir hier einfach mal, Entschuldigung, ich wollte natürlich den Punktoperator, toEtwas aufrufen und wir sehen uns das Ganze dann mal an, wie das funktioniert. Und was mich jetzt eben interessiert, ist das Speicherverhalten. Deswegen lasse ich mir hier zwei Pointer übergeben, die ich umbiegen kann. Und das mache ich einfach, wenn dieses Objekt hier erstellt ist. Und ich lasse jetzt auch mal hier diese Felder public sein, damit ich ganz einfach auf diesen Zeiger hier zugreifen kann, den ich eben eigentlich gekapselt hier im Konstruktor erstelle. Also ich möchte natürlich hier diese Pointer jetzt umbiegen. Und den Dependency Pointer, den biege ich natürlich auch um. Eben über Objekt, Zeiger auf Dependency. Also warum habe ich hier zwei Sterne benutzt? Effektiv möchte ich hier eben einen Pointer umbiegen. Und das mache ich eben in C++ über Parameter, indem ich mir jetzt eben einen Pointer auf einen Pointer übergeben lasse. Diesen Pointer auf einen Pointer dereferenziere ich, damit ich wieder auf Pointer-Ebene bin und dann kann ich eben das hier setzen. Man kann sich das Ganze wie ein Out-Parameter letztendlich wie in C-Sharp vorstellen. Das heißt, ich möchte hier eben einen Pointer als Out-Referenz übergeben und dann sind wir ja schon, einen Pointer als Referenz übergeben, dann brauche ich natürlich zwei Sterne anstatt bloß einen und damit kann ich eben hier einen Zeiger umbiegen, den ich per Parameter bekommen habe. Man kann mich jetzt auch zwei Sterne Programmierer nennen, wenn man unbedingt möchte. Was aber jetzt viel eher interessant ist, ist, dass wir hier jetzt eben mal einen Dependency Pointer erstellen in der Main-Funktion.
und ein Dependency Class Pointer. Und wir rufen erstelle Objekt auf Stack auf und geben hier jetzt eben jeweils die, Entschuldigung, jetzt mache ich es genau falsch rum, die Adressen für diese Pointer als Parameter hier an. So, und dann muss es ja eigentlich wie folgt ablaufen, wenn ich diese Funktion aufrufe. Ich erstelle hier ein Objekt von Dependent Class auf dem Stack. Das heißt, innerhalb dieses Methodenscopes sollte das überhaupt kein Problem sein, dass ich hier eben tu etwas aufrufe. Aber sobald diese Methode vorbei ist, wird ja der Stack-Bereich für diese Methode deallokiert automatisch. Dazu gehört eben auch dieses Objekt, was wir hier erstellt haben. Was wiederum heißt, dass ja das Objekt, wenn ich hier aus dieser Methode wieder rauskomme, in der Main-Funktion nicht mehr zur Verfügung steht. Meine Argumentation ist ganz einfach, da ich hier diese eine Instanz von Dependency auf dem Heap erstellt habe, die wird nicht automatisch deallokiert, ist ja nicht auf dem Stack. Das heißt, dieses Objekt sollte weiterleben und über meinen Pointer, den ich hier habe, kann ich noch weiterhin auf dieses Objekt zugreifen, ohne dass ich Probleme bekomme. Ja, und dann ist es natürlich auch interessant, was passiert, wenn ich jetzt versuche, hier etwas auf Dependent Class aufzurufen, das sollte ja eigentlich überhaupt nicht mehr funktionieren. Und wenn wir diesen Source Code bilden, dann sehen wir, dass das funktioniert. Und wir schauen uns mal an, wie sich unser Programm hier verhält, wenn wir durchdebuggen. Einen Fehler habe ich noch, das werde ich noch schnell ändern. Hier habe ich vergessen, dass ich diese Pointer auf Null Pointer setze. Wenn ich schon guten Programmierstil anfordere, dann sollte ich ihn mich auch selber dran halten. Okay, also los geht's. Wir sehen hier, vor diesem Aufruf haben wir definitiv zwei Null Pointer und wir gehen jetzt in diese Methode rein, erstellen uns eine Instanz von Dependent Class auf dem Stack. Sorgt natürlich dafür, dass hier der Standardkonstruktor aufgerufen wird. Und innerhalb dieses Standardkonstruktors von Dependent Class erstellen wir uns eine Instanz von Dependency auf dem Heap mit new. Alles, was ein new bei sich stehen hat, ist letztendlich ein Aufruf auf dem Heap in C++. Gut, wir haben jetzt dieses Objekt initialisiert. Wir biegen die entsprechenden Pointer um, damit wir nach in der Main-Funktion später wieder auf die entsprechenden Objekte zugreifen können. Und wenn wir jetzt eben, jetzt habe ich noch einen Fehler, sehe ich gerade hier. Ich habe diesen Zähler nicht initialisiert. Entschuldigung, das war wieder eine Unachtsamkeit von mir. Jetzt soll es aber funktionieren, also nochmal zu der entsprechenden Stelle. Wenn wir jetzt hier eben tu etwas aufrufen, können wir problemlos diesen Aufruf hier über den Pointer weiterleiten an das Dependency-Objekt, was wir hier haben. Und wir erhöhen jetzt hier den Zähler auf 1, wie wir hier sehen. Dann erhöhen wir den Zähler vom Dependent Class, auch der ist jetzt eben 1, wie wir hier sehen. Und dann kommen wir jetzt eben, nachdem wir tu etwas aufgerufen haben, jetzt ans Ende des Erstelle-Objekt-auf-Stack-Methode. Das heißt, wir nehmen jetzt mal an, dass dieses Objekt hier deallokiert ist. Wir gehen jetzt hier raus und sehen eben, wir haben jetzt ein typisches Speicherloch produziert. Ich kann trotzdem immer noch problemlos auf die Dependency hier zugreifen, auf diesen Pointer, den ich mir hier übergeben haben lasse, über diesen Out-Parameter. Und ich kann hier trotzdem den Zähler erhöhen und der ist jetzt eben 2. Warum? Weil dieses Objekt eben auf dem Heap immer noch existiert, ohne dass wir es jemals gelöscht haben. Wenn wir jetzt versuchen, auf Dependent Class zuzugreifen hingegen, dann kommt jetzt das Interessante.
Wir zeigen immer noch auf den Speicherbereich auf dem Stack. Also ich kann das ja mal hier kurz noch anskizzieren an der Seite. Wir hatten ja die Situation, wenn das unser Stack ist, dass wir hier eben Main haben. Dann haben wir hier natürlich unsere beiden Pointer. Das ist eben P-Dependency. Ich mache jetzt hier bloß die kurze Schreibweise. Und wir haben P-Dependent-Class. So, und dann sind wir ja in diese Methode hier reingegangen. Hier kriegen wir eben erstelle Objekt auf Stack. Das kürze ich mal hier ab. Wir hatten hier natürlich zwei Parameter. Das war eben P-Dependency. Entschuldigung, PP-Dependency. Und eben ein Pointer auf einen Pointer für Dependent Class. Und der Punkt war eben, dass dieser Pointer hier auf ihn hier unten gezeigt hat. Und dieser Pointer hier oben hat natürlich auf ihn hier gezeigt. So in etwa. Und dann hatten wir eben noch dieses Objekt hier. Das war ja eben Dependent Class. Das nennen wir Objekt. Und innerhalb, wenn dieses Objekt eben allokiert wird, haben wir auch hier auf dem Heap, hier haben wir Stack, hier haben wir den Heap, haben wir eben hier ein Dependency Object erstellt. Und er hatte eben intern in seinen Feldern, andersrum der Fall, eine Referenz auf dieses Objekt. So, der Punkt ist eben, dass wenn wir diese Erstelle Objekt auf Stack Methode verlassen, dass natürlich dieser komplette Speicherbereich hier oben deallokiert wird. Das heißt, wir sind wieder in der Main-Funktion und haben eigentlich bloß diese Sachen hier. Da wir hier auf dem Heap eben die Dependency haben, können wir immer noch problemlos drauf zugreifen. Das haben wir mit diesem Aufruf hier mehr oder weniger gekennzeichnet, dass das Objekt immer noch am Leben ist und wir problemlos darauf einwirken konnten. So, und jetzt kommt aber der Punkt. Wir wollen jetzt über diesen Zeiger hier wieder auf das Objekt hier oben zugreifen, das ja eigentlich deallokiert ist. Und jetzt würde man ja hoffen, dass sofort hier bei dieser Dereferenzierung mit dem File-Operator, dass wir hier eine Exception kriegen, so wie wir das aus C-Sharp gewohnt sind, wenn wir eben einen Null-Pointer dereferenzieren. Und dann gucken wir mal, was jetzt bei dieser Konstruktion passiert. Wenn wir jetzt hier F11 drücken, kommen wir tatsächlich irgendwo an. Das ist derselbe Speicherbereich, auf dem vorher eben dieses Dependent-Class-Objekt existiert hat, und wir können hier tatsächlich, wir sind ja jetzt noch im Code-Teil mehr oder weniger, hier durch diese Funktion durchdebuggen. Das heißt aber nicht, dass dieses entsprechende Objekt mit den entsprechenden Feldern noch existiert. Wir versuchen jetzt hier eben diesen Zeiger zu dereferenzieren, der schaut immer noch auf den, also dieser Zeiger zeigt jetzt nicht mehr auf das Dependency-Object im Heap. Warum? Weil dieser Bereich einfach deallokiert wurde. Und wenn wir jetzt hier mit F11 reingehen, kommen wir trotzdem noch in den entsprechenden Code-Bereich von Dependency. Sobald wir jetzt aber hier versuchen, auf Zähler zuzugreifen, also etwas, was eben im Stack oder im Heap liegt, dann kriegen wir jetzt hier eben eine Unhandled Exception. Und das ist eben das Fatale. Wir haben hier jetzt einen Fehler bekommen, der eigentlich mit einem Objekt von Dependent Class zusammenhängt, das eigentlich deallokiert ist. Und wir kriegen diesen Fehler aber in Dependency. Jetzt stellen Sie sich nochmal vor, dass das Ding in seiner eigenen Datei ist und Sie kriegen jetzt irgendwann zur Laufzeit diesen Unhandled Exception Fehler, den Sie hier sehen, und zwar an genau dieser Stelle. Sie können sich dann natürlich anschauen, wie sieht der Call-Stack zu meiner Exception aus, und dann können Sie vielleicht sehen, dass Sie hierher kommen. Aber dass Sie tatsächlich feststellen,
dass der Fehler, den wir hier sehen, eigentlich an dieser Stelle hier unten ist. Dass wir hier versuchen zu dereferenzieren, eben einen Pointer auf ein Objekt im Stack, was nicht mehr existiert, weil es automatisch deallokiert wurde. Das ist wirklich eine Friemelei, wenn Sie das im Produktionscode finden müssen. Was wir hier letztendlich aber konstruiert haben, ist, dass dieses Dependency-Objekt im Speicher weiterlebt, obwohl das entsprechende Objekt, was es eigentlich erstellt hat, nicht mehr existiert. Und wie können wir das Ganze lösen? Nun, indem wir eben den Default-Destruktor überschreiben. Wie macht man das? Genau mit der gleichen Syntax wie in C#. Wir erstellen eben hier einen Destruktor, indem wir die gleiche Schreibweise machen wie für den Standardkonstruktor, aber eben das Tilde-Zeichen davor setzen, vor dem Bezeichner. Und genauso wie in C# gibt es nur einen Destruktor in C++. Wir können hier keine Parameter entgegennehmen oder ähnliches. Diese Parameterliste für den Destruktor ist immer leer. Und was ich hier eben machen kann, ist in diesem Fall Zeiger auf Dependency eben zu löschen. Und am besten dann auch auf Null zeigen zu lassen. Ja, und damit haben wir jetzt eben wieder die Situation, dass dieser Pointer hier dann nicht mehr valide ist. Und wir würden dann eben auch einen Fehler kriegen, wenn wir hier tun noch mehr aufrufen. Wichtig ist aber, dass man einmal verstanden hat, dass alles, was mit new erstellt wird, landet auf dem Heap. Wir müssen uns irgendwie selber darum kümmern, dass wir das wieder löschen. Und wenn wir uns eben unsere Abhängigkeiten zu anderen Objekten selbst im Konstruktor mit new erstellen, dann ist das eben eine schlechte Art und Weise des Vorgehens. Wenn wir jetzt hier aber eben nochmal durchdebuggen und hier unsere Zeiger sind jetzt natürlich falsch, die wir hier eben vorher gesetzt haben. Wir kommen hier immer noch in Dependency an, aber wir kriegen hier sogar nicht mal einen Fehler. Das ist ja schon interessant. Genau, aber jetzt. Wie gesagt, C++ hat eben nicht diese Exception-Unterstützung, wie wir sie aus der CLR kennen, die eben sofort auf Missstände im Speicher aufmerksam macht. Wir haben hier eben einfach teilweise, wenn wir die Objekte eben schon gelöscht haben und dann kann es durchaus noch vorkommen, dass wir eben im Code-Bereich noch die entsprechenden Methoden ansteuern können und einige Sachen sogar noch durchführen können, bis dann irgendwann mal eine Memory Corruption Exception kommt. Also wir müssen wirklich in C++ aufpassen, was wir mit dem Memory machen, und deswegen ist es auch so elementar wichtig, dass man ein Verständnis von Stack und Heap hat, wie das Ganze funktioniert. Ich möchte noch einmal kurz zeigen, dass der Destruktor tatsächlich aufgerufen wird, wenn wir hier eben aus der Erstelle Objekt auf Stack Funktion rausgehen. Wir kommen hier eben tatsächlich, wenn wir hier unten angelangt sind, jetzt hier oben in den Destruktor rein, und wir können dann hier eben diesen Zeiger tatsächlich löschen und auf Null setzen. Ja, und später bekommen wir immer noch diese Exception eben für diesen konstruierten Fall hier unten mit diesen neuen Pointern auf die Speicherbereiche. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Gehen Sie nach dem Dependency Inversion Principle vor. Man kann natürlich mal davon abweichen und sich ein Objekt hier wirklich selber vielleicht mit new im Konstruktor erstellen, damit man in anderen Funktionen eben darauf zugreifen kann. In C++ vermeiden Sie diese Situation aber ganz einfach. Lassen Sie sich hier einen Dependency Pointer übergeben,
und erstellen Sie sich Ihre Objekte, die Sie nutzen möchten, nicht selbst mit new. Sie können dann hier natürlich noch überprüfen, ist das Ding null oder nicht, was Sie auf jeden Fall machen sollten. Und Sie können dann das Objekt trotzdem nutzen, Sie können sich aber hier diesen Destruktor sparen. Warum? Dadurch, dass Sie hier einen Zeiger auf ein anderes Objekt übergeben bekommen, sind Sie mehr oder weniger nicht für die Erstellung und für den Lebenszyklus dieses Objekts zuständig. Sie bekommen sie ja von außen übergeben. Und Ihre Aufgabe ist es dann einfach an einer anderen Stelle, vielleicht im Composition Root, wo wir eben eine zentrale Stelle haben, wo wir alle Objekte erstellen können und die Abhängigkeiten zueinander auflösen können, dass Sie an dieser Stelle eben sagen, hier muss ich die entsprechenden Objekte erstellen. Das heißt, ich könnte mir hier eben eine Dependency ebenfalls auf dem Stack erstellen und diese übergebe ich hier einfach an das Objekt. Und so habe ich eben die Möglichkeit, ich nehme jetzt mal diese Pointer hier noch mit raus, dass ich hier eben mir überlegen muss, wenn das der Composition Root wäre, dass ich die entsprechenden Objekte erstelle und irgendwann löse ich dann halt die Funktion, die ich für mein Programm möchte, die oberste, eben auf. Aber hier ist jetzt die Dependency ebenfalls beispielsweise auf dem Stack und so kann ich eben dafür sorgen, dass diese Objekte, die ich hier erstellt habe, automatisch deallokiert werden, wenn wir diese Funktion hier wieder verlassen. Und genau so können Sie eben vermeiden, dass Sie den Destruktor überschreiben müssen. Eine andere Möglichkeit, um das aufzulösen, wäre eben Smart Pointers, insbesondere eben den Shared Pointer zu benutzen, mit dem Sie dann eben automatisch eine Referenzzählung haben und der Ihnen automatisch das entsprechende Objekt auf dem Heap deallokiert, wenn Sie nicht mehr darauf zeigen möchten. Und damit bin ich am Ende für dieses Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald!